Guten Morgen, heute ist der 16. November. Wir haben heute noch frühen Heizung angekriegt. Ja, kleiner Muzio. Getutelt haben wir schon, gell, bei der Kuh. Jetzt sind beide müde, gell. Und jetzt kriegst du Käble und ein Plastilin. Na, jetzt wohin haben, gell. Da ist unsere letzte Kuh, die steckt aber da hinten in Kübelschlupfhähne. Die muss da auf. Unter 1 Meter durch, ja, Meter gut, viel mehr wie 1 Meter, 1,20 Meter schläft die durch, das Lora. So, nachdem ich gefragt worden bin, wie das mit dem Gaspelmotor das Zeug funktioniert, ist noch eine Frage aufgetaucht, ich glaube vom Waldmeister, wie das mit dem Tastschalter vom Vorwärts-Rückwärtsgang, also ich habe nicht da, ich muss den Vorwärts-Rückwärtshebel in Neutralstellung bringen. Man hört ein Klicksen, das ist ein Schalter, und wenn der aktiviert ist, dann lässt der Strom durch. Der Schalter sollte da vorne sein, sollte, weil bei mir ist der Schalter jetzt defekt, wenn ich tag, jetzt habe ich ihn überbrücken müssen. Jetzt muss ich so lange den überbrücken, bis ich wieder einen habe. Da ist einfach bei der Konsolen aufgeschraubt. Also beim Winter funktioniert so, ich kann es gar nicht erklären, wie es bei einem anderen funktioniert. Jetzt hat der Verdammte zurückgekommen. Da wird der alte Konsolen aufgeschraubt und das ist ein ganz normaler Tastschalter. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Schalter ist. Es ist ein ganz normaler Kontaktschalter. Und sobald der durchgeruckt ist, lässt der Strom durch, und wenn der nicht durchgeruckt ist, dann lässt er keinen Strom durch. Und mehr kann ich auch nicht sagen. Die haben da keine Ahnung, wie das ganz genau funktioniert. So, und jetzt haben wir noch schauen, irgendwo ein Moosbeintel. Weil mich fragt da, jetzt das zweite Mal gefragt, letztens habe ich vergessen, wie das mit dem Oberlenker, was der verlenkt hat. Ich muss das jetzt erst ausmessen, muss erst suchen, dann kann ich euch das sagen. Gell? So, ein Moosbeintel muss ich suchen, dann geht es dahin. Werde ich gleich sagen. Der Traktor, die Antwort, der nach da schon ein paar Stunden drauf hat, sind einige so, nehmen wir so. So. Jetzt können wir da bei der Schaltkulisse, beim Gummi da habe ich schon, ich hoffe man sieht es oder nicht. Da unten, dort ist der, ich lasse es einfach, das ohne Licht. Dort unten, dort ist der Schalter. So, und wenn der schaltet, quasi wenn der zubedruckt, dann geht's. Sonst nicht. Ich hoffe man sieht es. Ich habe weder eine Ahnung, was das für ein Schalter ist, das ist irgendein Schalter, glaube ich, nur wo ist ein Schalter. Nicht ganz was Besonderes. So, und jetzt schauen wir uns die Oberlenker an. Ich glaube, das ist für einen YouTube-Benutzer, heißt der. Musst du einer runterschreiben, für was du das brauchst. Das würde mich interessieren. So, hinten eben am Lauf. Oberlenker hydraulisch auch ganz sauber. Dann messen wir mal. So. Bitte. Circa 60. 60. 60 eingefahren. So. Komplett ausgefahren, den mag ich messen. Das ist der hintere Oberlenker, gell? Er ist ein Blenker. Jetzt will man den, wo wir vorher gucken, haben, so. Macht. 60 war vorher und jetzt haben wir 90. 60 auf 90 hat der hintere. Das ist ein ganz normaler K2-Oberlenker. Nichts was Besonderes. Der ist vorbei, den habe ich von einem Freund gekriegt, weil er bei ihm nicht aufgepasst hat, weil er zu lang war. So, und vorne. Vorne ist ein relativ kurzer, den habe ich zuerst drüben beim Steuer drauf gehabt. So, messen wir mal vorne. Fünfzig hat der. Den kann man aber teleskopieren, der hat da Feingewinn drauf. So. Also der hat 50 jetzt, so wie jetzt eingestellt ist. Eingefahrener und ausgefahrener. Nachheben. So.
schalte vorne einmal Licht ein. Auf 70, also hinten 60 auf 90 und vorn 50 auf 70. Ja. Muss man auch runterschreiben, das würde mich echt interessieren, für was du das brauchst. Passt, heute ist ein bisschen ein Schadentag. Morgen. Heute, schon mal heute den 18. Am 18.11. Heute ist Mittwoch, nur ein spezielles Holz. Es sind ein paar Käfer, Käferbaum oder sind sie so dir geworden durch die Straßenbahn? Ich glaube eher so dir geworden, weil heuer ist Essen los gewesen. So, wir werden jetzt ein hocken. Hacken, hacken. Siehst du das? Jawohl. Gibt's sie nicht. Jetzt war noch bauen, ja? Dreht eh schon. Hol um. Mm-hmm.
bremsen da, erst auf da. Ja, hoffentlich bleibst du weg noch herum. Jawohl. Na, du bist eine letzte Sau, bist du. Eine letzte Sau. Alex, du hast zuerst zugepoltern! Du noch da die Essen? Ach so, weiß schon! Was du fast eine Kletterausbildung, dass du da raufkommst. Die Gams laufen alles einmal auf den Top. Du halten. Auf Zug schon, ja. Boah. Bist du hier? Da wäre ein Leckchen im Ohr, ein Salzleckchen. Mal die Äste werden weggeschneiden. Mm-hmm.
Achtung! So, begrüße, heute 19. Donnerstag im November. Auf der Huben herum. Hinten jetzt gerade eine Käferbaum umgeschnitten. Und da sind eine Lana. Die sind sicher schon seit einem Jahr da. Und die Hunde zipfen mich schon so, wenn du von der Straße ausschaust. Deswegen komm ich jetzt weg. Das Problem wird gleich eins werden. Die Bergung, wir haben unten einen relativ schmalen, steilen Rückweg. Und aufsteigen gehen sie nicht. Das zweite nicht, aber zu viel Stand dazwischen. Und da muss ich sie halt irgendwo durch die Naturführung durchhabe zaubern. Da herin ist jagdlich eher, ja, wie sagt man da, Ruhegebiet. Deswegen sind auf die Lichtungen, auf die freien Flächen die Dings stark verbissen, die Naturführung. Da müssen wir uns erst forstwirtschaftlich was einfallen lassen, damit das jagdwirtschaftlich besser hinhält. Ein Saumschlag oder irgend sowas. Eventuell. Darin hat das wahrscheinlich super funktionieren, auch naturführungsmäßig. Nur, eben, es funktioniert überall dort, wo genug Licht da ist. Das einzige Problem ist da unten die Vergrößerung. Aber naja, ist halt so. Auf jeden Fall war wahrscheinlich Saumschlag mit Bodenzug oder mit Salponutzung relativ bodennah am besten. Dann hat das aufreißen, ein bisschen den Oberboden. War für die Lerchen super. Auf jeden Fall, wenn wir die jetzt umschlagen und dann wieder eine kleine Schnauze noch haben, zwei, drei Bambik und dann muss ich es halt viererweise, beziehungsweise vielleicht geht es achterweise, ob ich strafen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ja. Wir haben schon öfter gesehen, den Unfurl-Cap da für die Vorhänger. Weiß ich nicht da. Ich will ganz normalen Furl-Cap machen. Splintschnitt. Und ja, in die Richtung muss er sowieso fallen. Wohin land? Hilft dir nichts. Der wird eh nicht umfallen, der bleibt hinken. Der wird umfallen. Der wird auch umfallen, aber der wird hinken bleiben. Dann kann auch sein, dass ich den abschneiden muss mit der Stahlwinden anzupfen. Also bis lobe Kind. So, dann fahren wir den Schwagen an. Dann hat er die Ehre und dann hat er große. Ja, da gehen uns ganz genau auf. Ist die Wurst?
weiter. Merkt ihr in Seilwinden ohne Seilausstoß sind vielleicht die zwischen 18 und 25 sind, mindestens 1,80 groß, mindestens 85 Kilo, am Marathon unter einer Stunde laufen oder die jederzeit der Lage sind, am Mount Everest besteigen. Hey, Idiotie, Seilwinden ohne Seilausstoß. Wow, wir haben so einen Dreck. Naja, nichtsdestotrotz, einziger Vorteil ist, du bleibst fit. Oh, das war's auch schon wieder mit den Vorteilen. Schaut mal da mal an. Sag mal so. Ich hab schon richtig gehabt. Oh, der Hilfswind. Oh, vergesst das. Soll wie noch nicht alles stoßen, kauft es nie näher raus. Ist ob's wirklich floch. Wenn ich wollte, dann, aber nicht so. Scheiße. Er kommt voll rüber einmal. Jawohl. Scheiße. So, jetzt ziehen wir den ein bisschen vor. Passt. Na ja, nicht rauchen sollte mal sein. Besser wie in der Null ist aller Stoß. Kunststoffseil ist bei uns eher. Wird nicht gehen, weil wir oben weiter, wo wir auch noch mehr wollten, haben wir eher Felsen gekommen. Und das geht noch nicht. Da ist das Seil in Kürze aus der Zeit hin.
so felsig ist, sollte sich das nicht aus. So, passt, Wind noch abstellen. Passt. Und wir werden jetzt ein bisschen putzen. Wie werden wir denn? Ja, du hast ja schon da geputzt. Ich hoffe noch, dass du jetzt da richtig hoch gehst. Die Starving-Bande. Oh. Bist du deppert? Perfekt, nur noch putzen.
bergab. Zeilen, das ist auch ein Schwung. Das ist einfach so, ja, hol oben, Schwein. Aha. Hoffentlich können wir uns jetzt rutschen, jetzt verprügeln. Die schön kann man oben rutschen, weil das ideal. So wie da hoch jetzt. Jetzt haben sie aber nicht mehr so viel Schwung. Ja, da oben, wenn man jetzt ein bisschen Kollateralschaden erleiden, das ist aber einfach so. Die Verlängerung oben will man mit denen rechnen. Beziehungsweise Einzelstamm entnommen ist einfach so. Dann hat man einfach gewisse Schneisen im Wald, das macht aber überhaupt nichts. Aber da ist eh schon was angegangen, sehe ich gerade. So, jetzt werden wir auf dem Traktor aufsitzen. Müssen uns drunter rutscht er mega im Reifen rein. Das wollen wir natürlich auch nicht. Motorsäge, zack, ihm da her. Da war alles einmal besser gegangen wie gedacht. Dann haben wir gesagt, lassen wir stehen. Ja, den hat es ausgewurzelt, das ist so. Das ist ganz einfach so. Probieren hoch, dass wir hoch da oben raufen. Probieren wir mal. Oh,
nicht wie viel hätte rein. Wenn man spannend ist, füllen wir noch einmal nach.